Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Wir sind hier noch immer im mittlerweile dritten Untergeschoss vielleicht, keine Ahnung. Wir gehen aber noch weiter herunter die Treppe. Mal sehen, wo wir da gleich herauskommen werden. Wahrscheinlich im Keller, denke ich mal. So, wo sind wir hier? Ein schönes kleines Wartezimmer. Poki, was hast du uns zu sagen? Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sie in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte, weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Okay. Schauen wir uns das Bild an. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Das Motiv gefällt mir nicht. Ach komm schon. Mich irgendwie an ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Reden wir mit dem Bild. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Ruhig, Edna, ruhig, Edna. Das bekommt ihr nicht gut. Ein kleines. Das kennen wir schon. Wir gehen mal zu diesem Gang hier. Wo führt der uns wohl hin? Zu einem weiteren Schloss. Und Poki hat schon wieder was zu sagen. Was gibt's, Poki? Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten. Welcome. Die tatsächlich auf dem Weg nach draußen liegt und auf der die Worte Willkommen stehen, so dass man sie lesen kann, wenn man nach draußen geht. Das so okay. Viel heißt wie Hau bloß ab. Was halt irgendwie so ein Gag ist, über den ich mal sehr gelacht habe. Also ich weiß gar nicht, das muss irgendwie halt, als ich 14 war oder so. Ich habe mich an diese Geschichte erinnert, die mir mein damals bester Freund wir haben die zusammen ersponnen oder so, um halt irgendwie bei Leuten, bei denen man so überhaupt nicht willkommen ist, halt uns vorzustellen, wie die ihre Fußmatten auslegen würden und sie würden es genau so tun. Da haben wir damals sehr viel drüber gelacht, das weiß ich noch. Und deswegen habe ich auch diese Fußmatte hier reingezeichnet. Hat niemand verstanden? Doch schon. Ich wünsch dich. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Ich dachte, du wärst fertig, mein Freund. Och, ne Küche, gibt's hier was zu futtern? Geh zu Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay, Poki, sag ja. Was. Hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt kein Wort. Er macht nur Grumpflaute. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Oder so, ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Alles klar, Poki. Du bist also Popeye. Reden wir mit dem Topf. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ein wenig sperrig? Ach, ich hab schon auf. So geht heute das. Heute gibt's Wünsch dir was. Lecker, Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach.
kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Was zum... Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. So, reden wir halt mit dem Kleintopf. 4 Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. T-O-P-F. Der kommt mit. Wir haben Topf bekommen, sehr schön. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Lol, okay. Meine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Sagt wer? Das ist doch eine Lüge. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Iglu? Gut, also in der Küche hier scheint es auch nichts Wichtiges zu geben. Wir gehen mal hier rum. Boah, riesiger Speisesaal. Oi. Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt 2 Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Irrsinn. Ich hab Angst. Macht es weg. So, die sind also benutzbar, ja? 001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahrt. Uranrückstände, mein lieber Scholli. Und nicht zum Verzehr geeignet. Alles klar, nehmen wir mit. Ach, Senf. Sieh mal einen an. Senf. E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung. Leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Red mit mir, Senf. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? LOL! Nein! E005? Ah, nee, das nehmen sollst du ihn, mein Mädel. Genau. Hey, wir haben Senf und Ketchup dabei. Ach, wir kommen dann da raus, okay. Aber wo geht's dorthin? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Siggi. C.G. Jung. Hässlicher Mann. Das ist Dr. Marcel. Mann. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Ich brauche es nicht. Buh! Ich trau mich nicht, das anzufassen. Ist doch besser so, du wirst verflucht, wenn du es tust. Der große Deuter Jung. Dann schlafe ich ja noch ein, wenn es immer bei mir ist. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Okay. Kleines Mädel. Ich habe Kaffeepause, wenn es genehmigt. Scheiße, Mann, Harvey. Bring mich nicht zum Lachen. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Nein, ich will Herrn Freud nicht nehmen. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleichti. Sonst gebt ihr Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Ach nee, wir können auch mit Poki reden. Sag Ach, was dazu. Dr. Marcel. Dr. Horatio Marcel. Natürlich hängt er sich in seiner eigenen Bildergalerie auf gleiche Höhe mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich mag tatsächlich die Gespräche, die man mit diesen Bildern führen kann. Die sind ja auch Hammer. Den habe ich auch gesprochen, oder? Habe ich Sigmund Freud gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hätte jetzt so erzählen können, dass das ein Kindheitstraum von mir gewesen ist, einmal Sigmund Freud zu sprechen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Ja, die meisten wissen ja oder können sich denken, dass ich ein großer Fan von den Lehren Sigmund Freud bin. Die wenigsten wissen allerdings, dass ich damals, als ich noch in Wien gewohnt habe, nur 2 Türen weiter von ihm gewohnt habe in meiner Kindheit. Okay. Und wir zusammen oft im Billardsalon waren. Und da ist auch dieser Song entstanden hier. Okay. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille
studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasste. Er schlug mich am Flipper, er schlug mich im Schach, er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrerseits schlugen mir nach und nach auf mein Gemüt. Und ich schwörte Rache, ich stahl seine Schlüssel, lockte ihn aus dem Haus, um durch die Veranda-Tür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau, und dieses eine Mal würde ich's ihm zeigen. Und so hab ich Sigmund Freuds Schachbrett zerknickt. 1-0 für mich, psychologischer Sieg. Oh Mann. Psychologischer Sieg, das stimmt allerdings. Die Jahre vergingen, die Reue blieb nach. Ich fühlte mich allmählich wie ein Verbrecher. Der Scherz, von dem ich mir einst Freude versprach, entpuppte sich langsam als freudscher Versprecher. Ich... Scheiße. Nein, verdammt. Wie live. Okay, da hat sich wohl jemand ein bisschen versungen. Okay. Da musst du über sein eigenes Lied lachen, oder was? Stolperfreak. So, wir gehen jetzt. Was zur Hölle? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Pookie sitzt nicht echt selbst hier. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie wie nicht wie cool ist das denn? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Pookie, was sagst du dazu? Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzupflegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, die man von mir schießt. Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber, wenn man Fotos von mir macht. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Aetna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Aetna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Der hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit diesem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen, die haben halt sehr kurz nur an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. Ist aber auch 6 Jahre her, war nur kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei Dedelic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei A New Beginning mitgearbeitet, aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys Neue Augen, 1,5 Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst, Koteletten, top. So, okay. Das finde ich wirklich schön an diesen Kommentaren. Man erfährt wirklich mal was Schönes über die Hintergrundgeschichte des Spiels. Ist ja auch wichtig, finde ich jetzt zumindest. Und wir machen jetzt hier weiter. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Mach's gut, Pookie. Gut. Der braucht die schon. Doch.
Ich brauch sie! Also gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, jetzt haben wir auch hier so ziemlich alles durchgeguckt. Ich glaube, wir können jetzt nur noch... Oder können wir hier lang? Hier könnten wir noch lang. Aber die Edna geht einfach schon weiter. Naja, irgendwann kommen wir sicher nochmal hier vorbei. Aber jetzt will ich's wissen, jetzt will ich's wissen. Nicht mit mir, jetzt will ich's genau wissen. Was ist da los? Geh zur Tür. Was verspricht sie? Oh oh. Hey! Hallo. Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Poki, was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall, und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was auch zum? Verhältnismäßig, also das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnisch ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Anna die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt, oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können. Ja, in den Keller hätte ich gekonnt noch da. Da habe ich gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern. Hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern. Ja, das finde ich gerade ziemlich gemein von dir, Poki. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Das Moment ist ziemlich hinterhältig, ganz ehrlich. Die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Na gut, aber so wie ich es verstanden habe, kommen wir ja irgendwann sowieso wieder hierher. Also... Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung? Du bist nur zu Besuch? Oder nein, warte, du bist der Neue, richtig, richtig? Ich habe es so... Alarm! Ups. Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ach ja. Das habe ich wohl vermasselt. Das sehe ich auch so. Können wir nicht einfach wieder gehen? Ach, sieh mal einer an, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und könnten theoretisch mal mit Yuppie reden. Hallo? Hallo! Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Hey! Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Neues Wort. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Yuppie, es ist dein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Oh
ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich leg dir's nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Okay, jetzt wissen wir, wie der hier gelandet ist. Ein Augenblick der Achtlosigkeit. Ist gut, ganz ruhig. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Hilfe. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Oi. Ja, hier haben wir ja jetzt schön ein Problem. Hier lang kommen wir nicht. An den Schlüssel kommen wir jetzt auch erstmal nicht mehr ran. Also Poki, du bist ein Schlitz oder sowas hier einzubauen. Die Tür, was ist denn hier dahinter jetzt? Ach, hier ist doch schön. Ach, da oben ist ja auch der Pumuckel. Eine Pumuckellampe. Hinter dem Sofa steht einer. Mit dem reden wir dann beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Und wir sehen uns. Macht's gut.